Herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zingis. Wir schauen uns heute mal den Freightliner FLB für den American Truck Simulator an. Ja, der Freightliner FLB ist, obwohl es kein Hauber ist, für mich ein typisch amerikanisches Fahrzeug. Wenn man sich den mal von der Seite anguckt, dann ähnelt der sehr einem Kasten auf Rädern. Und auch erinnert er irgendwie so ein bisschen an den Renault Magnum. Der hat ja auch etwas von einem Kasten auf Rädern. Nur dass der Truck hier etwas sehr Robustes ausstrahlt und sehr alltagstaugliches meiner Meinung nach. Das liegt unter anderem meiner Meinung nach an den Nieten, die man hier überall sieht. Und wenn man sich die mal ganz genau hier anguckt, sieht man, dass die tatsächlich komplett ausgearbeitet sind. Also das heißt, es sind nicht nur Texturen, sondern die wurden echt ausmodelliert. Und das finde ich sehr lobenswert und das gibt dem Ganzen einen sehr authentischen Look, wie ich finde. Wenn man sich den LKW von hinten anguckt, ja, kann man eigentlich nur sagen, typisch Amerika. Es könnte sich hierbei auch um einen Hauber handeln, wie ich finde. Sehr markant ist diese riesige Auspuffanlage zu dem relativ flachen Fahrerhaus. Ja, aber typisch Amerika. So, jetzt legen wir den Rückwärtsgang ein. Dann sehen wir einmal diese zusätzliche Rückfahrleuchte und den leicht veränderten Sound, der meiner Meinung nach älter klingt. Und das passt auch zum Fahrzeug. Weil ich meine, dieses Fahrzeug hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Die Front ist natürlich auch sehr markant. Diese plattgedrückte Nase, dieser riesige Kühlergrill und die relativ niedrigen Fenster. Und dann noch zusätzlich unten diese verchromte Stoßstange. Ich finde, das ist ein sehr einprägsames Bild. Und die Front macht eigentlich den LKW auch aus. Der Sound von dem Ganzen ist auch sehr schön, wie ich finde. Wir können mal den Motor ein bisschen aufrollen lassen. Ja, da hört man Power. Und auch die Hupe hat etwas sehr Authentisches. Auch wenn ich das Fahrzeug im Original noch nie gesehen habe, ich finde, es klingt einfach sehr authentisch. Jetzt gehen wir mal rein, weil drin gibt es auch einiges zu sehen. Unter anderem funktionierende Innenbeleuchtung, was ich sehr schön finde. Auch hinten. Und ein sehr schön ausgestaltetes Interieur hier. Das Armaturenbrett sehr schön mit Holz hinterlegt. Wunderbar. Aber das Highlight von diesem Truck ist, wir können auch ins Bett gehen. Hier sind wir. Ein Kissen. Etwas plattgedrückte Matratze. Und wir können tatsächlich mal auch während der Fahrt das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachten, was ich sehr cool finde einfach mal. Es ist mal etwas Abwechslungsreiches. Ja, jetzt können wir hier ein bisschen ein paar Runden fahren. Setzen wir uns mal wieder nach vorne. Und uns den Sound mal anhören. Und dieses Zischen der Luftdruckbremse auch sehr authentisch. So, dann gehen wir jetzt nochmal kurz in die Werkstatt. Und schauen uns mal an, was der ganze LKW so mit sich bringt an Modifikationen. Da hätten wir beim Fahrerhaus nichts an Möglichkeiten. Das gleiche gilt fürs Fahrwerk. Bei den Motoren können wir einen Motor mit der Leistung, mit der maximalen Leistung von 550 PS auswählen. Getriebe hat man auch eine Auswahl. Innen gibt es die Auswahl zwischen Standard und Custom, wobei Custom eigentlich genauso aussieht wie Standard, nur das Lenkrad ist ein anderes. So, außen können wir den ein bisschen umspritzen. Ja, hier gibt es eigentlich nur eintönige Lackierungen, aber es gibt noch oben die Freightliner Lackierung, wobei die etwas mysteriös aussieht, wobei, naja, wer es mag. So, Zubehör kann man einiges dran bauen, wobei man hier für die meisten Sachen noch eine zusätzliche Modifikation bräuchte zum Tunen von Fahrzeugen. Hier könnte man jetzt eben überall Lampen und was auch immer dran montieren. Also hier ist eine große Anzahl von Möglichkeiten. Hier können wir noch Spoiler dran bauen, die das ganze Fahrzeug etwas aerodynamischer machen. Und das sieht doch ziemlich awesome aus, bis auf die Lackierung gerade. Unten können wir dann eben noch die schöne verchromte Stoßstange dran bauen, aber auch aus Plastik
oder Plastikchrom. Ja, die Wahl zwischen Plastik und Chrom haben wir auch beim Tank. Wenn wir den jetzt mal finden würden. Wo ist er? Da ist er. Da können wir auch verchromte Tanks anbauen. Und ja, das sind soweit die Modifikationsmöglichkeiten. Hier haben wir noch die speziell für den Freightliner FLB existierenden Kappen, Radkappen. Und auch Räder gibt es extra für den Freightliner welche, die dann auch etwas feucht aussehen, wie ich finde, etwas glänzen. Ja, ein sehr schönes Fahrzeug, wie ich finde. Wenn ihr das auch findet, dann könnt ihr mal in die Videobeschreibung gucken und euch das gute Stück runterladen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und tschüss, euer Zengis.